liebe Motofans und herzlich willkommen zu diesem Unboxing-Video. Ich möchte heute gemeinsam mit euch dieses Set hier auspacken. Jawohl, das Mini-Comic-Set ist endlich angekommen. Ich bin übrigens gerade dabei, hier drüben Videos zu produzieren als Review von diesen Figuren hier. Und habe ich mir gesagt, gut, das ist die perfekte Gelegenheit, dann hier dieses Unboxing-Video zu machen. Und dann würde ich mal sagen, packen wir sie gemeinsam aus. Fotos habe ich bereits schon gemacht und gleich kommen die dann auf die Drehscheibe und auch hier vor die Kamera. So, dann wollen wir mal. Ja, bevor wir das allerdings natürlich auspacken, erst einmal hier das Set an sich. Wir haben hier Minicomic Stratos, Minicomic Trapjaw und Minicomic Adam. Ja, alle drei haben natürlich ihren Ursprung in den entsprechenden Minicomics und da fußt natürlich das Design von her und daher gibt es diese Sets. Ein paar neue Parts haben diese Figuren schon bekommen, wie halt eben die Halskrause hier zum Beispiel von Stratos oder natürlich das Gesicht von Trapjaw, das es so nicht gab. Und ja, deswegen bin ich ganz froh darüber, dass man das gemacht hat, dass es nicht irgendwie nur reine Repaints sind. Gut, ja, es sind jetzt nicht die meisten neuen Parts, ja, aber im Gegensatz zum Beispiel zum Mix-and-Match-Set, das ist für mich einfach kein Mehrwert. So, diese Figuren hier haben den entsprechenden Nostalgie-Bonus dahinter. Diese Figuren hier haben einfach auch ein cooles Design. Es sind bestehende Charaktere. Ja, bei den anderen musste man sich ja sogar den Namen ausdenken. Aber bitte, wer wirklich Spaß mit diesen Figuren hat, dem sei es gegönnt. Das ist ja klar. Gut, das wäre halt eben hier vorne. Was man sagen muss, gehen wir mal genauer darauf ein, ist die Qualität ist wirklich unterirdisch teilweise. Alleine auch schon, wenn man die Sachen mock lässt, kann man vor diversen Problemen stehen. Denn so mancher hat hier beim Adam zum Beispiel, da habe ich Glück gehabt, ich habe ein wirklich gutes Gesicht erwischt, gab es auch zum Beispiel Köpfe, wo hier neben der Nase ganze Farbpatzer waren und die sind auch völlig unübersehbar. Ja, bei meinem Adam zum Beispiel sieht man, ich hoffe zumindest, dass es das ist, ist der linke Arm total verdreht und ich war als erstes mal am Überlegen so, oh Mann, ob das nicht vielleicht doch irgendwie vertauschte Parts oder so sind, vertauschte Körperteile. Warten wir mal ab. Was damals schon so war, war, dass viele gesagt haben, naja, möglicherweise schimmern diese Figuren durch. Das scheint jetzt hier nicht der Fall zu sein. Eines kann ich euch schon von vornherein sagen. Diese Figuren wirken live komplett anders, als man das, glaube ich, in diversen Posts und Foren und Kommentaren auf YouTube und so weiter gesehen hat. Ja, also hier schimmert nichts durch und so weiter. Ich habe ein Set, wo auch keine Waffen oder so, kein Zubehör irgendwie verrutscht ist. Eigentlich ist es tatsächlich schon ein bisschen zu schade zum Auspacken. Ich müsste nur lediglich hier den Arm dann umdrehen und ich hoffe, dass es das wirklich war. Ansonsten habe ich ein Problem. Aber das werden wir jetzt gleich sehen. Ich werde nur nicht viel machen können, weil ihr wisst es ja selber, dass diese Figuren aus einem so extrem harten Plastik bestehen, dass man die Köpfe nicht abmachen kann oder diverses Zubehör, wie zum Beispiel hier das Schwert von Adam, ihm hier einfach in die Hand geben. Denn am Schwert zum Beispiel ist ja oben hier mal dieser kleine Knubbel und damit wäre das Schwert tatsächlich zu dick, um das mal zu demonstrieren. Wäre, wenn das jetzt hier die Hand von Adam ist und das hier wäre das Schwert, tun wir jetzt einfach mal so, und ich möchte das Schwert da reinmachen, habe ich das Problem, das passt nicht. Normalerweise ist es eigentlich kein Problem, weil dann friemelt man das halt einfach ein bisschen rein. Das Plastik allerdings an den Händen ist so extrem hart, dass man das einfach nicht reinbekommt.
Ja, bei so Sachen wie zum Beispiel im Staff of Avian dürfte das nicht so das große Problem sein, weil den schiebt man einfach von unten rein, soweit es geht. Das würde dann zum Beispiel schon gehen. Hier oben haben wir ja beim Staff of Avian, ne, kann man das so sehen, hier diesen entsprechenden Griff. Das wäre zum Beispiel wiederum ein sehr großes Problem. Ne? Und ist das jetzt hier wirklich ein Problem? Manche haben da wirklich ein großes Problem draus gemacht. Aber ich sage ganz ehrlich, ja, ist jetzt nicht das Schönste, wenn ihr die Dinger Mock sammelt. Da macht sie an der Seite halt eben auf. Man hat hier die entsprechenden Laschen. Ihr müsst nur halt eben hier den Klebestreifen öffnen und hier oben. Und dann zieht ihr halt eben die Box kurz mal raus. Ja, und falls es irgendwelche losen Zubehörteile sind oder so, holt einfach das Ding kurz so ein bisschen weit aus der Verpackung raus und drückt die Sachen wieder rein. Danach packt ihr einfach das Set wieder zusammen und fertig ist die Kiste. Und wenn euch das so sehr stört, dann macht einfach einen neuen Klebestreifen drüber. Und was man da auf jeden Fall sagen kann, um das mal zu demonstrieren, wenn ihr vorsichtig seid, diese Kartons sind ja entsprechend beschichtet, reißen die normalerweise nichts mit weg. Also wie man jetzt hier zum Beispiel sieht, geht das eigentlich ganz einfach. Ich brauche nicht mal das Cuttermesser, ja, und es reißt nichts von der Verpackung weg. Also da sollte nicht das große Problem sein. So, das muss man auch sagen beim anderen Set, das ist auch ein ziemlich cooles Artwork. Ja, und wo wir schon bei der Rückseite sind, ja, das Artwork und die entsprechenden Bios, auf die ich dann nochmal in den einzelnen Videos eingehen werde. Ja, ansonsten kann man nicht wirklich viel Verkehrtes sehen. Ist eigentlich wirklich ein Set, ein bisschen zu schade zum Auspacken eigentlich. Aber wie gesagt, aufgrund des Armes müsste ich es sowieso. Was ich beim Matthias gesehen habe, beim Melkor23 in seinem Unboxing-Video ist, hier die Flügel von Adam, die Flügel von Adam, na klar, die Flügel von Stratos natürlich, bei ihm sind die so extrem locker, dass der eine Flügel immer nach hinten wegflog, also zur Seite wegflog, und macht mir ein bisschen Sorgen. Also man hat hier das gleiche wie beim DC Stratos, und zwar, dass die Flügel, die ja hier an den Armreifen mit dran gemacht sind, tatsächlich bewegbar sind. Das ist cool gemacht, das ist eine gute Idee. Ja, nur halt ist das da so extrem wabbelig und auch ziemlich doof eingepackt, wenn er mal guckt. Die Flügel sind hier so extrem eingedrückt. Ich weiß nicht, das war jetzt nicht so der absolute Hammer. Aber gut, packen wir die Sachen mal aus. Ja, guck mal an, hier ist tatsächlich sogar noch was vor. Es ist doch nicht ganz so einfach. Muss ich mal eben gucken, ob das zu dem Set gehört. Nee, scheinbar kriegt man es so tatsächlich nicht ganz so einfach raus. Bei den anderen Sets war es das aber. Das heißt, ich mache jetzt der Einfachheit halber mal hier kurz einen Schnitt. Und dann gucken wir mal, ob das auch ohne Schnitt geht. Aber das kann ich natürlich nicht sagen, bevor ich nicht reingeguckt habe. So. Ja. So, und nochmal. Jetzt habe ich es beiseite geschnitten hier, diese kleine Lasche. Die könnt ihr hinterher dann halt eben wieder so dran machen. Das sieht wirklich kein Mensch. Guckt selbst, man sieht es nicht. Ja gut, das kommt jetzt aber in einem Video nicht rüber. So, dann zieht man es halt vor. Ja, wenn man sich ganz rausnehmen will, dann nur zur Hälfte. So. Das wäre die Verpackung. Die Verpackung von innen halt, ja, kennt man, ist ja Standard mit der Grayskull-Mauer und von daher, aber schön gemacht. Manche mögen die neue Verpackung ja von den Classics nicht so, ich habe da nicht so das große Problem mit. So, die Kamera mal ein Stückchen runter. So, ja, erstmal hinten wieder
1000 Gummis, dass die Klamotten auch ja nicht verrutschen, was sie allerdings dann leider doch tun. Und tja, irgendwie ließ sich das bei diesen Sets hier nicht so ganz vermeiden. Ja, und ich kontrolliere jetzt gerade mal. Bei dem Adam kann ich es immer noch nicht genau sagen, aber ja. Und trotz, dass die Mängel da sind, ja, und verschiedene Sachen natürlich auch locker sind oder verrutschen, muss man eines mal sagen, man hat sich schon Gedanken gemacht. Man hat jetzt hier zum Beispiel keine Gummis, sondern so Drahtbänder hier bei allen drei Figuren unten bei den Gürteln. Und dort, wo die festgehalten werden, hat man auch so ein kleines Stückchen Plastik drauf gemacht, um die Gürtel zu schonen. Beziehungsweise, ja, hier bei Adam halt die Kleidung. Ne? Also, da muss man auch schon sagen, sie haben sich schon irgendwo Gedanken gemacht. Naja gut, bei mir ist jetzt zum Beispiel hier, was ich richten müsste, wäre der Trapjaw, weil der hier den Blick nach unten hat. Der guckt so ein bisschen böse auf den Stratos. Das sollte er natürlich nicht. Das müsste man richten. Das ist ein bisschen widerspenstig, weil die berühmte Öse auf dem Helm hier so ein bisschen das Zurückschieben schwer macht. Ja, ist nicht ganz einfach. Aber es geht. So. Und schon guckt er gerade. Da ist auch nichts an der Verpackung kaputt oder so. Gar nichts. Ja, und ansonsten haben wir hier den Adam, der mir immer noch Sorgen macht. Ich muss euch gestehen, tatsächlich, das Plastik vom Adam, oder besser gesagt, die Farbe, sieht ein bisschen billig aus. Ein bisschen komisch irgendwie. Ich kann es nicht so hundertprozentig sagen. Und das wird auf den Videos auch nicht so rüberkommen. Aber es sieht ein bisschen anders aus. Es ist schwer zu beschreiben. Weil ich, okay, ich versuch's mal, ich halte es mal in die Kamera. Wenn ihr zum Beispiel mal hier auf den Oberkörper schaut und dann hier mal auf die Beine. Es ist erstmal, es schimmert ganz anders und es scheint auch eine bisschen andere Farbe zu sein. Und die Beine wirken so ein bisschen wie Wachs, genauso wie die Arme. Gut. Kann ich jetzt mit leben? So manchen von euch könnte es vielleicht stören. Gut, fangen wir mal an, die Sachen auszupacken. Hier hinten haben wir, ups, wieder mal gegen die Kamera getreten. Hier hinten haben wir die Drahtbänder, die machen wir einfach auseinander. So, und können die dann meistens auch einfach durchziehen, hier vorne weg. Wenn ich das manchmal ein bisschen in diversen Videos gesehen habe, bis auf, dass er hier, so rum, dass er hier Gummibänder hat. Die trenne ich jetzt einfach mal schnell durch. Und zack. Genau. Ja, und ansonsten hat er keine weitere Halterung hier, wie man das sieht. Es waren tatsächlich nur hier und hier an den Beinen. Ja, und ansonsten dürfte man ihn relativ einfach ausdrücken können. Jetzt habe ich natürlich große Klappe gehabt. Und jetzt kommt es vielleicht doch schwieriger als gedacht. Und ehrlich gesagt, sie riechen merkwürdig. Muss man schon sagen. So. Und da ist er raus. Ja, das ist erst einmal der Mini-Comic-Trapjaw. Und da haben wir natürlich auch die diversen Aufsätze. Damit werde ich euch jetzt nicht behelligen. Das machen wir dann in den Reviews. Und ich finde ihn Hammer. Also meine hat jetzt keine Farbpatzer oder irgendwie sowas. Und dürft euch jetzt nicht stören lassen, mein Hund ist hier nebenher. Ist nochmal ein Privathaushalt. So, hier hängt noch ein bisschen Gummi. Ja,
hinten der Kopf ist wirklich super. Ja, da haben wir natürlich die Thematik, dass bei den Köpfen, die nicht einfach so zu tauschen sind, weil das Plastik extrem hart ist und die Balljoints nicht flexibel genug sind, als dass man sie vernünftig runternehmen kann. Dementsprechend gibt es eine Anleitung mit dabei, die dann von der GrayscaleCon bzw. von Planet Eternia mit dabei gelegt wurde, dass man die Köpfe und teilweise auch halt eben die Waffen oder eben die Hände und ja, sind extrem hart, geben kein Stück nach. Naja, dass man die vorher erwärmen soll. Und der Gürtel ist natürlich neu, die Hose ist, ja, ich würde mal ja sagen, neu bemalt. Und ansonsten, ja, alles bewegbar. Natürlich das erste Mal nach dem Auspacken die Gelenke ein bisschen steif. Das ist nicht so das Problem. Also die Gelenke machen keine Probleme. So, gut. Und hier kann man sogar, hier sind zwei Laschen, da könnte man hier das Schulterpad abnehmen und ja, dann irgendwas tauschen. Dabei, da muss ich sagen, das ist nicht so schön. Ne? Hier, das ist, finde ich nur gut, dass man es nicht so sieht, aber Farbabrieb. Ne? Super 7. Und das ist Mist. Aber gut. Natürlich klar. Von Trapjaw ist der Kiefer. Ist der bewegbar? Nee. Kiefer also nicht bewegbar. Gut. Wäre wahrscheinlich auch zu aufwendig gewesen. Tja, ansonsten Top-Figur. Auf den habe ich mich mit am meisten gefreut. Natürlich noch die entsprechenden Aufsätze. Das spare ich mir jetzt erstmal. Gehen wir weiter zu dem Mini-Comic Stratos. Hier hinten auch wieder das entsprechende Drahtband. Das friemelt man einfach ab. Dann kann man das vorne meistens relativ leicht bei wegziehen. Hakt natürlich ein bisschen, weil es... So, genau. Okay. Ja, und auch er sollte, wenn ich das jetzt richtig sehe, relativ leicht rausgehen. Sogar leichter als Trapjaw, weil hier die Einbuchtung ist. Mal schauen. Natürlich hakt jede Figur irgendwo. Das sollen sie ja auch, damit sie vernünftig verpackt sind. So, aber ja, geht relativ gut. Ja, und wie ihr seht, hier der Staff of Avian. Den es ja bereits schon mal in einem Weapons Pack gab. Nee, Quatsch, lag bei irgendeiner Figur mit dabei. Genau. Der damals war extrem weich, aus einem richtig extrem weichen Plastik. Und dieser hier, da kann man dann natürlich sagen, das ist dann wahrscheinlich das Gute, dass diese Sachen so extrem hart sind, dass der endlich dann auch nicht so biegsam ist wie der andere. Der Mini-Comic Stratos. Ja, und auch bei mir sehr, sehr wabbelig. Aber ich habe da wohl Glück gehabt, denn die Flügel bleiben in ihrer Ausgangsposition. Und das ist schon mal gut. Aber ihr seht, sie sind sehr weich, aus einem extrem weichen Gummi. Die haben auch nur total hart und total weich, oder? Also irgendwie, naja. Der Kopf ist natürlich ein reiner Repaint. Der Gürtel ist neu, ansonsten ist bei der Figur, ja klar, der Kragen ist neu, der ist auch entsprechend biegsam, ja. Da kann also nichts schief gehen und wie ich es schon angekündigt habe, man kann die Flügel hier drehen, wie beim DC Stratos und das war damals ja eine Sache, die viele gestört hat, weil beim Original das halt eben nicht ging und wenn man jetzt möchte, kann man sich Stratos halt eben so irgendwie hinstellen.
Gut, mir gefällt er mit angepappten Flügeln besser. Und das hier ist extrem locker, ne? Das hier ist extrem locker. Naja, auf jeden Fall trotzdem eine super Figur. Trotz des harten Plastiks alles soweit kein Problem. Auch alle Gelenke sind einsatzfähig. Am Kopf auch, wie gesagt. Nur, wie gesagt, wenn ihr da was wechseln möchtet, obwohl hier beim Stratos jetzt nicht wirklich Bedarf dazu ist, den Kopf zu wechseln, aber wenn man das unbedingt machen möchte, erwärmen. Ne? Bestimmt eine Minute oder so, macht das warm oder vielleicht auch mit der Hand oder so. Das würde ich nicht unbedingt empfehlen. Es geht, manche sagen es geht, aber aufgrund dessen, dass man natürlich den Balljoint, der hier hinten drunter ist, nicht erreicht, würde ich definitiv zum Föhn greifen. Oder ihr legt ihn in den Ofen, vergesst ihn und habt dann anschließend eine schöne Suppe. Da haben wir ja Mini-Comic Adam. So, und während ihr jetzt hier einen kleinen Blick drauf werft, mache ich hier hinten schon mal die Verdrahtung lose. So, und dann kann man das hier, wie gesagt, vorne wegziehen. Und da könnt ihr mal hingucken, genau da. Verdreht, hoffe ich. Kann noch nicht erkennen, ob es vielleicht doch nicht irgendwie eine vertauschter Oberarm oder so ist. Und er steht halt eben extrem weit raus. Das war was, wo ich mir schon ein bisschen Sorgen gemacht habe. Aber auch der gute Adam sollte nicht so schwer rauszukriegen sein. Zack. So. Und da ist er. Gut. Und so sieht das dann halt aus. Da ist vorhin das Zauberschwert weggeflogen. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Das Zauberschwert ist weggeflogen. Es liegt hier irgendwo, aber ihr kennt das Zauberschwert ja. Und von daher, ja. Beim Mini-Comic Trapjaw natürlich ein kleines Problem. Man hat keinen Gürtel, wo man die zusätzlichen Waffen einhaken kann. Naja, aber gut. Das hatte nun mal die Vorlage auch nicht. Von daher kann man da weder Super 7 noch der PowerCon einen Vorwurf machen, und wenn es die Vorlage nochmal so ist, dann ist es halt eben so. Okay, dann packen wir mal das beiseite. Und der Mini-Comic Adam. So, und jetzt auch das große Geheimnis, nur verdreht oder was vertauscht. Ja, seht ihr selbst, das ist doch mal absolut Panne. Wer immer das da reingepackt hat, sollte einen auf den Arsch kriegen. Nein. Ja, also auch da Glück gehabt. Aber das Plastik ist merkwürdig. Ganz ehrlich, irgendetwas, es sieht komisch aus. Weil vielleicht, ich kann ja jetzt mal hier gerade noch einen der anderen beiden Figuren nochmal holen zum Vergleich. So, und da haben wir den Stratos. Und, nee, man sieht es nicht, aber gut. Es sieht sehr komisch aus. Naja, okay. Lassen wir es, ist halt eben so. So, vom Gesicht her, wo ja auch viele Probleme mit hatten, eine schlechte Version erwischt haben, auch hier kann ich nur sagen, habe ich eine richtig gute Version erwischt. In den Haaren hat man sogar einen kleinen Blackwash mit drin. Und ansonsten die Gelenke natürlich wie beim ersten Mal. Anbei, hier ist sogar eine kleine Änderung gibt, denn, hört mal, sind Stufungen eingebaut. Ist auch mal was Neues. Stufungen, die so ein bisschen helfen, die Gelenke zu unterstützen. Ja, das ist doch mal eine tolle Sache. Ganz ehrlich, das ist mal eine richtig tolle Sache, dass die Positionen hier, wenn man das entsprechend sieht, ich gucke hier neben natürlich immer so ein bisschen auf den Bildschirm, dass so hier, das rastet ein, und das ist ja, Segen und Fluch zugleich. Es stört vielleicht manchmal ein bisschen beim Positionieren oder so. Aber auf der anderen Seite wiederum ist das natürlich gut gegen zu lockere Gelenke. Und ja,
eine schöne neue Weste, die ebenfalls, ich glaube, neu modelliert ist. Kann das sein? Also ich bin da auch nicht mehr so auf dem Laufenden. Und hier ist die Schwertscheide, die viele gerne gehabt hätten. Und ich finde die Farbgebung einfach nur super. So mancher kann damit nichts anfangen, aber das ist für mich hier Nostalgie pur. Ein bisschen dämlich sieht hier die Weste aus mit dem, wenn man das mal so sieht, weil da sieht man das Bauchgelenk und das finde ich jetzt nicht so schön, aber es fällt einem auch nicht sofort auf, muss man auch gestehen. So, und ansonsten funktioniert alles und ja, hier an den Füßen hat man ebenfalls neue Gelenke. Guckt euch das an. Schaut mal. Hier. Dass man die Füße auch wirklich sehr, sehr gut positionieren kann. Das wäre was, das hätte ich gerne von Anfang an gehabt, weil das nervte mich bei so vielen Figuren. Und jetzt kommt das. Mensch, jetzt kommt das. Viel zu spät. Aber gut, besser als nie. Wollen wir es positiv sehen. Ja, auch der Mini-Comic Adam absolut top. Und ich kann nur sagen, ich finde alle drei wirklich top. Ja, das war es, mein Unboxing-Video zu diesen drei Figuren. Wie gesagt, es wird ein Video zu jeder einzelnen Figur geben. Nicht wundern, die werden sich inhaltlich natürlich nicht viel unterscheiden, werden vom selben Konzept sein, weil ich das recht schnell machen möchte, aber ich versuche, mich zu beeilen. Und ich finde, dass diese drei eine absolut richtig Hammer-Ergänzung sind zur Masters of the Universe Classics Line. Und ja, ich habe sowieso mein Sammlungszimmer, was da drüben ist, noch nicht so richtig hundertprozentig eingeräumt. Also überlege ich mir gerade, ob ich nicht vielleicht doch irgendwo ein Regal mit Mini-Comic-Figuren mache. Denn davon gibt es ja auch einige mittlerweile. Gut, macht's gut, bis zum nächsten Mal.